In diesem Video möchte ich euch Game Center zeigen, das über Mountain Lion hinzugefügt wurde. Wir hatten Hammers, ich starte es jetzt mal. Ihr meldet euch auch ganz normal an, wie ihr es auch schon beim iPhone gemacht habt. Also das ist die gleiche ID. Ja, dann habt ihr jetzt hier oben erstmal ich. Da seht ihr halt hier eure Übersicht. Dann habt ihr eure Freunde, eure Spiele. Jetzt hier zeigt es erstmal eure Spiele an, die ihr auf iPhone, iPad oder iPod Touch habt. Und hier zeigt es dann die Spiele, die ihr auf OS X habt. Ich habe jetzt keine. Dann habt ihr hier noch die Anfragen, also gleich Aufbau wie bei den iOS-Geräten. Was ich ziemlich cool finde auch bei Game Center. Also man spielt jetzt, ich kann jetzt nicht nur unter einen, also unter Macs gegeneinander spielen, sondern auch, ich kann jetzt auch mit meinem Mac gegen iPhone-Spiele oder so spielen, also das ist nicht getrennt. Ja, das finde ich auch eine ziemlich coole Sache, das Game Center, vor allem halt eben dadurch, dass das nicht getrennt ist, sondern zusammen halt. Ja, dann schaut euch die anderen Neuerungen-Video an. Bis zum nächsten Video. Tschüss.